Vor den heutigen Daten zur Inflation in den USA steigt die Gier immer weiter. Fear of missing out, FOMO ist das Schlagwort. Vielleicht sind viele schlichtweg unterinvestiert, wie der eine oder andere vermutet. Oder es ist eben so, dass der Markt so complacent ist, so vertrauensselig ist, dass man überhaupt keine Risiken sieht. Und wenn keiner Risiken sieht, dann sind die meistens direkt um die Ecke. Die Frage, die sich stellt, wenn gestern die Märkte stark gestiegen sind, vor allem wieder die Tech-Werte, das alte Drehbuch, warum ist dann der VIX so deutlich gestiegen gestern? Meine Ansicht der Dinge ist, da gibt es Absicherungsbedarf. Da sind jetzt wirklich alle long im Boot und sichern sich mit einer Position im VIX ab, wenn der Preis für den VIX steigt. Oder das sind ja letztendlich Optionspreise für die S&P 500 Aktien in den nächsten 30 Tagen. Wenn das steigt, dann zeigt das, dass man ein verstärktes Absicherungsbedürfnis hat. Denn dem einen oder anderen scheint klar zu werden, dass wir in sehr, sehr luftigen Höhen bereits agieren, dass das Band schon total angespannt ist und da droht eben ein Band dann mal zu reißen. Hier sehen wir, was Matt Reiner hier sagt. Okay, Performance Chasing has begun, also die brauchen Performance. Und es gibt noch zu viele, die underexposed sind, also die zu wenig hier investiert sind, die zu viele, die underperformen und way too many retail dollars könnten noch in den Markt fließen, also Retail, die private Investoren. Und so erklärt sich dieses FOMO. Auf der anderen Seite sagt JP Morgan auch, wir haben hier absolutes FOMO, was wir hier sehen, und wir haben vor allem Short Covering gesehen in der letzten Woche. Also die Shorties, die dann eindecken mussten, die haben auch dazu beigetragen, dass der Markt gestiegen ist. Und hier sehen wir mal die Frage, wollen Sie in den nächsten Tagen, Wochen kaufen? Die haben kürzlich noch unter 35% beantwortet der Befragten. Jetzt sind es immerhin 51%. Also es ist eine gewisse Zuversicht da. Und wenn wir uns die verschiedenen Marktteilnehmer mal anschauen, Dealers, Vol Control, da sind wir in der 100. Perzentile in vielerlei Bereichen, beim Nasdaq in der 99. Perzentile. Wir sehen, dass bestimmte Anlagevehikel wie Vol Control, dass die zum Beispiel stark jetzt nochmal zugekauft hatten. Und der Nomura sagt auch, es braucht nicht viel, um hier einen Volatilitätsmove auszulösen, der dann zu einem De-Risking führen würde. Hier sehen wir mal das Delta beim SPX und beim SPY, also praktisch dem Index und dann dem maßgeblichen ETF darauf. Und das Seltsame ist, dass wir zwar gestern steigende Märkte gesehen haben, aber der VIX deutlich gestiegen ist. Der ist gestern mal 8% gestiegen, ist von unter 14 auf knapp über 15 gestiegen. Wenn wir uns das mal vorstellen, normalerweise ist es ja genau andersrum. Normal fällt der VIX, wenn die Märkte steigen, und andersrum. Ich erkläre das, wie gesagt, mit diesem Absicherungsbedürfnis, das vor allem jetzt vor dem Hintergrund des kommenden großen Verfalls dann nochmal relevant wird, denn die Market Maker, die praktisch die Optionen an Kunden verkaufen, die faktisch ja gegen die Kunden wetten, müssen sich absichern, kaufen die also etwa Tesla Calls, dann kauft der Market Maker, um sich praktisch schadensfrei zu halten, die Tesla Aktie, und so haben die Market Maker zu diesem Anstieg beigetragen. Jetzt ab Donnerstag circa dürfte vor dem Verfall dann praktisch das Auflösen dieser Absicherungsposition beginnen. Warum? Weil eben ja dann diese Optionen zum Beispiel verfallen am Freitag. Dann musst du als Market Maker nicht mehr abgesichert sein, und dementsprechend erwarte ich, dass spätestens dann in der zweiten Wochenhälfte die Dinge schwieriger werden. Aber schauen wir uns mal die History an. Bisher im Januar hieß es Soft Landing, im Februar gar kein Landing, ist ja alles schick. Im März mit der Bankenkrise dann ein Hard Landing und im April die Frage, naja, haben wir jetzt einen Credit Crunch, ja oder nein? Im Mai, es ist so nur Megatech, jetzt haben wir, es ist ein absoluter Bullenmarkt, wie schnell sich die Narrative verändern. Hier sehen wir mal die Positionierung von CTAs, diesen Commodity Trading Advisern. Das sind faktisch Vermögensverwalter maximal am Anschlag, ebenso die Nasdaq Future Long Positionen, und alles fokussiert sich heute natürlich auf diese Inflationsdaten. Erwartung 4,1% in der Headline-Zahl CPI und 0,2% zum Vormonat. Kern 0,4% zum Vormonat und 5,2% zum Vormonat. Diese Kerninflation ohne Nahrung und Energie also deutlich höher. Und jetzt ist die Frage, wie wird das
aufgenommen von den Märkten. Hier nochmal die Schätzungen zwischen 4,0 und 4,3 für CPI, also für die Headline-Inflation. Und interessant ist, dass Goldman Sachs etwas sagt, naja, wir haben die Erwartung, wenn wir uns jetzt mal die Optionen anschauen, dass der Markt sich um 76 Basispunkte, also um ein gut 3/4% nur bewegen wird. Das wäre die geringste Schwankung seit den Inflationszahlen aus dem Januar 2022. JP Morgan sagt, naja, guckt euch doch mal weltweit die Erzeugerpreise an, die gehen stark nach unten, das ist doch ein wunderbarer Vorbote, dass die Inflation fällt. Aber wie wird das heute gespielt? Schauen wir uns mal hier die Aussagen von JP Morgan an. Die sagen, wenn praktisch die Inflation über 4,4%, nämlich 4,5 bis 4,8% wäre, dann würde es 1% bis 1,5% nach unten gehen, 4,9% oder höher, 2,5 bis 3%, aber sehr geringe Wahrscheinlichkeit. Bei 4,2 bis 4,4%, also eine Zahl, die eigentlich leicht über dem Konsens liegt, würden wir dann immer noch flat bis 1,5% nach oben gehen. Bei 4,0 bis 4,2%, also praktisch in der Konsensspanne, würden wir sogar ein 3/4 bis 1,25% steigen. Und wenn wir bei 3,9 sind oder sogar tiefer, dann wären es 1,5 oder 2%, die wir steigen würden. Und jetzt zählen wir mal die Wahrscheinlichkeiten zusammen, also bei JP Morgan. Dann sehen wir, wenn wir die beiden negativen Szenarien zusammenrechnen, dann haben wir für eines 15% Wahrscheinlichkeit, für eines 2,5% Wahrscheinlichkeit, also insgesamt nur 17,5% Wahrscheinlichkeit, die JP Morgan sieht, dass es nach den Daten nach unten geht. Dagegen eine 82,5% Wahrscheinlichkeit, dass es nach oben geht, und vielleicht hat man so eine Art Frontrunning bereits betrieben, denn über Nacht sind die Futures nochmal gestiegen. Warum, will ich gleich zeigen. Jedenfalls sehen wir jetzt Fear and Greed Index natürlich total am Anschlag, und Jerome Powell wollte ja eigentlich so ein bisschen auf Paul Volcker machen, das hat man jetzt sich ein bisschen kaputt gemacht und erntet jetzt letztendlich die Früchte. Die Fed, die ist in einer schwierigen Situation, wie ich gestern schon sagte. Würde man die Zinsen weiter annehmen, verschärft man die Bankenkrise. Tut man es nicht, verschärft man die Gier der Märkte, die erzeugt Nachfrage, die macht die Inflation stetiger. Wir haben gestern zum Beispiel gesehen, dass ja die Regionalbanken wieder schwach waren. Also es war gestern wieder dieser klassische Tech-Markt, dazu gleich mehr. Es wird jetzt wahrscheinlich der Versuch unternommen, der Fed dann morgen zumindest hawkische Projektionen auf die Inflationsentwicklung zu geben, um das Ganze einzufangen. Wenn die Fed wirklich datenabhängig wäre, wie sie sagt, so Mohamed El Erdian, dann müsste sie eigentlich die Zinsen anheben, es sei denn, die Inflationsdaten heute kommen sehr, sehr niedrig rein. Denn wenn man es nicht tut, dann werden die Entscheidungen immer schwieriger, so sagt er. Und schauen wir uns mal hier die Wahrscheinlichkeiten an. Da sehen wir, was die Zinsgeschichte betrifft, da sehen wir eine Wahrscheinlichkeit von 75,8%, dass die Zinsen morgen unverändert bleiben, immerhin 24,2%, dass sie es nicht tun. Dann eine Wahrscheinlichkeit von 56,2%, also etwas wahrscheinlicher als unwahrscheinlich, dass dann dennoch im Juli die Zinsen angehoben werden. Und wir haben selten eine so unsichere Situation gesehen. Normalerweise schafft die Fed im Vorfeld Klarheit. Das hat sie diesmal nicht so wirklich gemacht, denn wir hatten vor allem zwei Fed-Mitglieder, die hier sich sehr dovish geäußert haben, Bostic und Harker, die gesagt haben, Mensch, lass uns doch mal eine Zinspause machen. Andere wie Ballard, wie Kashkari, wie Mester haben gesagt, wir müssen die Zinsen weiter anheben. Davon sind drei stimmberechtigt. Von denjenigen, die sagen, wir sollten eine Zinspause machen, sind zwei stimmberechtigt. Die anderen sind für alles offen. Das sind vier wählende Mitglieder, und die beiden anderen haben sich noch nicht geäußert. Die haben scheinbar keine Meinung haben die Investoren zu Apple gestern, was den Schlusskurs betrifft, nicht Intraday-Schlusskurs, neues Allzeithoch, weil man sich sagt, Mensch, Apple ist doch der sichere Hafen, da kommen, was will. Ja, genau, wenn eine Rezession kommt, dann werden sich die iPhone-Verkäufe mit Sicherheit verdoppeln. Aber wir sehen hier wieder in der Heatmap hier oben, dass es vor allem die Tech-Werte sind, die wieder stark performt haben. Und wir sehen hier der Russell, der zunächst stark startete, dann aber umso stärker nachgelassen hat, nur 0,4% im Plus, während der Nasdaq 100, in dem die großen Tech-Werte ja so eine dominante Rolle spielen, 1,76% im Plus ist. Und wir sehen hier Value zu Growth.
Das war ja diese Rotation, die ich immer wieder auch angesprochen hatte. Die ist wieder entrotiert. Wir sehen jetzt doch seit 3 Tagen diese Outperformance wieder von Tech und die Schwäche letztendlich von Value. Und dadurch ist dieser Markt wieder so unglaublich konzentriert. Jetzt sagt Buckley, das erinnert so ein bisschen an die Situation 2000, da waren es auch die ganz wenigen Aktien, die das Ganze nach oben getrieben haben. Und in der Tat, von der Stimmung her, finde ich das schon echt Dotcom-Blasenmäßig, was da derzeit passiert. Und daran fühlt sich auch Barclays erinnert, weil eben der Gesamtmarkt das Ganze nicht so wirklich widerspiegelt, sondern nur die wenigen Aktien. Gestern übrigens war es zunächst der Versuch von Put-Optionen, nämlich Zero DT, also die am selben Tag noch verfallen, dass man gesagt hat, okay, der S&P 500 ist bei 4.320 in dem Dreh am Widerstand. Das war das Augusthoch, da kaufen wir mal Puts. Das hat nicht funktioniert. Also musste man die Puts eindecken und hat dann die Calls gekauft. Das hat gestern maßgeblich dazu beigetragen, was wir gesehen haben. Wir sehen den VIX, der jetzt in einer interessanten Situation ist, ebenso wie der S&P 500 mit dieser Wedge, dieser aufsteigenden Wedge. Hier sehen wir, wie der VIX gestern nach oben ausgebrochen ist, trotz steigender Kurse, vor allem der VWIX, also die Vola der Vola. Schon Tage vorher deutlich angestiegen. Das heißt, unter der Oberfläche passiert was. Da unter der Oberfläche gibt es Bedürfnis nach Absicherung. Wir sehen den Nasdaq oben an seiner Trendlinie angekommen, in einem wichtigen Widerstandsbereich, auch der S&P 500. Also das quietscht schon ein bisschen, zumal der S&P 500 jetzt 3 Standardabweichungen von seinem 50-Tages-Durchschnitt entfernt ist. Spätestens da normalerweise, wenn die Dreier-Marke bei den Standardabweichungen erreicht ist, dann kommt eine Korrektur. Diesmal sicherlich nicht, diesmal ist alles anders. Das glaubt auch Morgan Stanley Wilson nach wie vor, der sagt, nein, das ist nicht ein neuer Bullenmarkt. Die Fed wird reawaken the bear. Also die Fed, und das finde ich etwas seltsam, dass er sagt, ja, gerade die Zinspause wird dafür sorgen, dass die Bären wieder erwachen. Wir sehen keine Zinspause bei den Chinesen. Die haben jetzt die 7-Day-Reverse-Repos-Zinssätze gesenkt von 2,0 auf 1,9%. Das war der Grund, warum heute Nacht dann die Futures nochmal ein bisschen nach oben gegangen sind. Hurra, den Chinesen geht es wirtschaftlich so schlecht, dass sie die Zinsen senken müssen. Und hierzulande haben wir die zweite Veröffentlichung der Inflationsdaten bekommen, 6,1% schon wieder in der ersten Veröffentlichung. 2,6% sind die Energiepreise nur noch gestiegen, aber die Preise für Nahrungsmittel um 14,9%. Und wenn Sie wissen wollen, was alles teurer und was billiger geworden ist, damit Sie das, was Sie im Supermarkt subjektiv irgendwie wahrnehmen, auch mal wirklich objektiviert als Fakten sehen, da empfehle ich in diesen frischen Artikel, da ist die Druckerschwärze noch dran, meine Damen und Herren, schauen Sie da rein, wenn Sie wissen wollen, was Ihr Alltag kostet, in gewisser Weise. Erste Empfehlung. Und die zweite Empfehlung, dieser Kampf zwischen den Bären und den Bullen, Bärenmarkt-Rally oder doch ein neuer Bullenmarkt, Morgan Stanley gegen Goldman Sachs. Das ist die zweite Empfehlung. 14:30 Uhr die Inflationsdaten. Unbedingt reinschauen bei finanzmarktwelt.de. Ich sage Servus, ciao.